Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren schönen, hoffentlich schönen Folge Kreuzworträtselrunde. Liebe Dudes und Dudettes, liebe Bros und Brosinchen, es neigt sich der November dem Ende entgegen, beziehungsweise bei euch ist es heute schon nicht mehr November. Und weil ich gestern noch was gestreamt habe, gibt's heute ein kürzeres Video. Also ich habe heute nicht ganz so viel Zeit, deswegen nehme ich heute mal die kürzere Variante. Außerdem ist so langsam die Zeit, wo ich mich entscheiden kann, ab oder dran. Und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich werde den einfach noch eine Weile dran lassen. Auch wenn er mich echt stört. Ich muss echt sagen, das stört mich. Aber ist ja auch meine andere Erfahrung, das trotzdem durchzustehen. So, chemisches Zeichen für Aluminium ist natürlich L, wie Al Bundy. Tennisausdruck, Partie, nein, wie heißt denn das andere? Das überlegen wir nochmal. Usingen, keine Ahnung. Stille ist, wenn man nichts hört. Der Boss ist natürlich ein Chef. Ja. Unverbraucht. Frisch. Ja, frisch. Großes Zupfinstrument. Das ist die Harfe. Ja. Auslese der Besten ist natürlich mal wieder die Elite. Tada. Okay. Inselstaat der Karibik. Karibik. Das da. Dann weiß ich nämlich auch das. Ja. Schön. Der altrömische Grenzwall ist natürlich der Limes, den man auch in der Mathematik ganz, ganz gerne benutzt. Also, den man benutzt. Ob das jetzt gern geschehen würde, das weiß ich leider überhaupt nicht. Flaches Meerwasser ist, genau. Buchcode ist der ISBN. Hilft beim Suchen von Büchern sehr gut. Rinderwahn. Wofür auch BSE jetzt tatsächlich steht, keine Ahnung, aber es ist BSE gewesen. Ist ja schon ewig her. Oh, da fühlt man sich richtig alt, wenn man das liest. So, der Klostervorstand ist natürlich der Abt. Altertümlich, antik. Ja, da fühlt man sich wirklich antik bei dem Rätsel heute. Zaunlatte. Stakett oder so ähnlich. Oder nee, Mittelsmann ist der Agent. Ja, ich glaube Stakett oder so. Oder Stockett oder. Also auf jeden Fall. Nee, Stakete. Die Stakete reimt sich auf Rakete, natürlich. So, Brutstätten anlegen. Ist der Nestbau. Flaches Lagune. Die Lagune. Italienischer Mönch. Gerade nicht. Schreiber. Dann machen wir erstmal die Schachtel, die alte. Sehr viel altes Zeug hier heute. Ah, Stille ist natürlich dann die Ruhe. Vor dem skandinavischen Staat. Namens Norwegen. Abkürzung Nummer ist auch klar. Europäische Hauptstadt wird dann Wien sein, aber Wien ist es nicht. Es gibt ja noch mehr von denen. So, genau. Es gibt ja auch noch das Wunder von Bern. De von Bernd. Nein, Räusperton. Wer weiß. EDV-Begriff ist Read-Only Memory. Hatte ich mit letztens mal wieder ordentlich mit zu tun. Ackermaß ist natürlich Arr.
Das Müdigkeitszeichen ist natürlich das Gähnen und das Hmm ist wirklich der Räusperton. Ich hätte ja Ahem eher als Räusperton. Aber gut, das bin ich und nicht der Algorithmus, der das hier schreibt. Abzupfen. Pullen. Nee, das ist es nicht. Beobachter. Ist der Voyeur. Ist das jetzt wirklich? Nee, Quatsch. Kann ja gar nicht. Er hört ja mit ER auf. Dann Beobachter. Was könnte das noch sein? Der Viewer. Nein, also glaube ich nicht. Gepflügtes Feld. Gepflügtes Feld ist ein Acker. Ja, das ist aber schön. So, dann nehmen wir jetzt noch die Schere. Und seemännischer Begriff ist Jeff. Nein. Eine Notlage ist dann wohl eine Misere. Ja. Beobachter. Naja, ich hätte jetzt Aufseher oder sowas gesagt, aber das klappt nicht. Anseher? Ehrlich? Das wäre ja auch komisch. Zuseher. Ich wünsche meinen Zusehern, die diesem Video gerade zusehen, sehr viel Spaß mit diesem Wort. Abzupfen. Pflücken. Ja. Aber Karl, das tötet Menschen. Nein. Nadelstrauch. Ja, jetzt fehlt ja eigentlich nicht mehr so viel. Versuchen wir es mal mit U singen. U-S-I? Huch. Usu. Okay, dann haben wir den Tennis-Ausdruck. Das ist der Tiebreak. Ja. Ein Schreiber ist hier nicht der Mensch, sondern der Stift. Ah. Die Eibe ist dann wohl der Nadelstrauch. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Nein, das I ist es nicht. Fra. Italienischer Mensch, Fra. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Ich habe leider gar keine Ahnung davon. Aber ich weiß jetzt, der italienische Mönch heißt entweder Fra oder ist ein Fra. Ja. So, gehen wir doch mal über zum Lösungsworträtsel. Da würde ich mich mal wieder kurz... ich würde diesmal netterweise still sein, sobald ich anfange. Ich einfach nur, damit ihr auch mal die Möglichkeit habt... nicht von mir gestört zu werden, während ihr selber versucht, das Lösungswort vielleicht so rauszubekommen. Ich werde höchstens mit der Maus vielleicht ein bisschen rumwackeln. Nein, ich werde das nicht tun. Jetzt ist nur noch Hintergrundmusik. Ich glaube, ich habe das Wort gerade gehabt mit zwei Buchstaben. Folgendes ist passiert. Also,
Ich würde jetzt einfach mal das Wort, was mir einfällt, nennen. Und zwar Ebenholz. Ich habe eine Weile gebraucht, um das naja, mir selbst als gegeben hin, also um mir selbst zusammenzureimen, dass es das auch wirklich ist. Folgendes ist passiert. Genießbar habe ich als essbar. So, dann habe ich die 1. Eventuell wäre das hier das Serum, das wusste ich nicht, konnte ich hier nicht gegenchecken mit dem Wort. Deswegen bin ich weitergegangen zur 3. Und, nee, ja, genau. Nee, die 3, die habe ich mir gar nicht angeguckt, aber jetzt weiß ich, dass das hier ein E ist. Das unterstützt meine Theorie zumindest. So, Ehern ist eisern. Dann dadurch hatte ich die 4. Und ich dachte so, also es könnte auch Abendrot sein, wenn hier in die 4 ein N reinkommt. Das geht auch, aber ich habe so gedacht, könnte es Ebenholz sein? Und dann habe ich geguckt, was bei der 5 ist. Wahrscheinlich ist das nämlich das Wort Schaum. Und ja. Und der Rest, also mir fallen nicht mehr viele Wörter ein. Außerdem, glaube ich, bei Berlinerisch großer Bruder ist es Atze. Aber zumindest nach dem Buchstaben 4 hatte ich schon so die Befürchtung, dass es Ebenholz sein würde. Und tatsächlich hat sich das wohl bewahrheitet. Ach, das ist ja schön. Das ist ja wirklich herzallerliebst. So, dann gucken wir doch mal weiter. Verpflegungsmeer auf. Das ist ein wunderschönes Wort. Verpflegungsmehraufwand. Herrlich. Okay, was meinen die damit? Verpflegungsmehraufwand. Das sind auch Werbekosten. Nee, Werbungskosten, nicht Werbekosten. Vorsicht. Ist was ganz anderes. So, Ö, Ü. Also hier kommt auf jeden Fall mal ein E hin. Bewohner der Arktis. Also ich weiß ja nicht, ob man Fischfresser da wirklich reinschreiben sollte. WC Mehrzahl sind die Klos. Aber ja, dann machen wir hier erstmal das. Na gut, natürlich. Jo, richtig. Trist, trist. Wäschestück ist erstmal nicht die Home, die Hose. Behase ist es auch nicht. Hundeparasiten. Eine Spiegelung, was ist das? Reflexion? Nee. Also erstmal kriegen wir hier das hin. Oder die meinen wohl Reflex, ja. So, wir haben jetzt zumindest schon mal Binhüls. So, fehlen ja eigentlich nur noch ein paar. Ja, genau. Ein paar Vokale da drinnen. So, der Kurier ist der Bote. Gott der Totenwelt. Oh, Hades eigentlich, aber naja, ist er ja nicht hier. Satan, Teufel. Puh. Erhöhung. Was haben wir hier? Autobahnbegrenzung ist die Autobahnleitplanke. Nee. Was meinen die wohl? Begriff in der chinesischen Philosophie. Mao? Das wär's ja. Okay, aber AO am Ende ist richtig. Okay. 8. Stufe der Tonleiter. Ups. Ich muss doch das T da auch reinschreiben. So, das wäre das. Dann haben wir hier Med. Gedächtnisverlust ist natürlich die Amnesie. Gott sei Dank ist mir das nicht entfallen. So, Flöhe sind die Hundeparasiten. Ja. Natürlich. Natürlich. Das ist sehr natürlich.
Ablö. Nee. Also erstmal das Hemd. Ah, okay, dann meinen die Öko. Irgendwas mit Auslöse? Auslöse. Ja, das ist damit gemeint, mit dem Verpflegungsmehraufwand. Wobei man da immer unterscheiden muss zwischen dem, der vom Arbeitgeber übernommen wird, und den man da, also der restliche oder der einfach nicht übernommen wird, den man dann in der Steuer absetzen kann. Ganz ehrlich, an alle Arbeitnehmer, kleiner Steuertipp: Wenn euer Arbeitgeber euch diese Verpflegungsmehraufwendungen auch, sag ich mal, auszahlt, dann nehmt das an, oder wenn er das anbietet, dann nehmt das an, denn das, was ihr von der Steuer zurückkriegen würdet, ist nicht so hoch wie das, was er euch da zahlen würde. So, dann machen wir erstmal hier das Serum rein und dann haben wir schon mal Ebenhilz. Fehlt nur noch das O. Und das ist schwierig. Ernte der Winzer ist Lese. Keimzelle der Moose. Ach so, von den Moosen. Ja, jetzt habe ich es auch langsam. Tau ist es. So, Erhöhung. Warte mal, Eruptivgestein ist Lava. Autobahn. Ach, die Barke ist gemeint. Okay. Die Erhöhung ist dann der Hubbel. Oh Gott. Wer ist denn dieser Gott der Totenwelt jetzt gerade? Also ich glaube, dann müsste ich ja eher die Keimzelle der Moose noch rausfinden. Keimzelle von Moos. Ich habe sowas von keiner Ahnung da. Da muss ich raten. Pluton? Echt? Gott, der Totenwelt, Pluto mit N hinten dran. Ist ja wunderschön. Ich habe hier aber keine Ahnung, was. Also, was Mooskeimzellen sind, bin ich keimzellenfrei. Fleißiges Insekt ist diesmal die. Der, das, irgendwas mit E hinten dran. Männername. Mike wäre zum Beispiel möglich. Anerkennung ist aber erstmal Lob und dann geht's nicht. Englisch fühlen. Oh, hier ist ja auf einmal so viel Englisch auf der Seite. Englisch nach. Ja, das ist das andere Wort für den Darmausgang. Tino. Oder Timo. Timo. So. Ja, kennt ihr noch Timo und Puma? Von dem Dschungelbuch. So, Schock ist natürlich dann das Trauma. Statt bei Erfurt. Ah, das könnte ja alles Mögliche sein. So, was haben wir denn hier? Eine Wandöffnung ist dann das Fenster. Ja. Dann haben wir hier wieder mal die Allee. Und ausgestorbener Flusslauf heißt Creek. Das bedeutet Creek. Also ausgestorbener Flusslauf bedeutet Creek. Okay, ja. Stadt bei Erfurt. Ja. Nee, keine Ahnung. Kommen aus entfernten Ländern. Exiler? Das wäre auch komisch. Aber ex ter nee. Extrem? Nein. Exiten? Nein. Aber trotzdem gebe ich es mal ein. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Exoten, ah, natürlich, Mensch.
So, und hier gebe ich einfach mal Locher ein. Es ist beides nicht. Lo. Nee, dann, Gotha! Gotha liegt bei Erfurt, ne? Das ist ja schön, dass Gotha bei Erfurt liegt. So, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch hier das. Ach so. Oh, ich hätte die ganze Zeit das Oder doch schon eintragen können. Ach, ich vergesse sowas immer. Dass ja mein Lösungswort schon bekannt ist. So, die Spore. Und damit haben wir dieses Rätsel auch ohne größeres Nachschlagen geschafft. Mensch, habe ich noch Zeit für einen Nachschlag? Nein, nein, leider nicht. Obwohl, wir sind erst 20 Minuten drin, aber nee, ich muss noch einiges vorbereiten auf den Stream heute, gestern Abend. Und deswegen würde ich mich da lieber mal rausnehmen erstmal. Und ja, es hat mich mal wieder gefreut. Es war spaßig. Huch. Ja. Und ich hoffe, es wird auch morgen wieder spaßig und übermorgen und überübermorgen und auf ewig, auf ewig, auf ewig, auf ewig. Ja. Also entsprechend, tschüss, bis zum nächsten Mal.